Hi zusammen! Heute gibt es mal wieder einen Kosmetik-Haul bzw. DM-Haul. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich zwei besondere Farben bzw. Düfte ziemlich gerade durch diesen Haul ziehen. Was ich irgendwie witzig finde, aber egal, werdet ihr ja gleich sehen. Und ich würde sagen, ich fange mit den kosmetischen Sachen an, also mit dekorativer Kosmetik, und arbeite mich dann vor zur pflegenden oder Alltagskosmetik. Also als erstes habe ich mich an Maybelline rangetraut, und zwar habe ich da ja schon die Fit Me Foundation in 105 geholt und finde die sehr gut. Deswegen dachte ich, ich hole mir auch noch den Fit Me Concealer. Da ich mich ein bisschen mehr mit Concealer auseinandersetzen möchte, weil ich davon eigentlich noch keine Ahnung habe, ich klatsche mir einfach diese Camouflage oder von MAC Camouflage unter die Augen und überall hin, aber eigentlich ist das ja nicht so gut. Und trocknet aus und so. Und deswegen dachte ich, ich nehme jetzt mal den. Und passend dazu habe ich mir auch noch das Fit Me Puder in 105 geholt. Bin ich auch mal gespannt, ob das einen großen Unterschied macht. Dann war ich bei Max Factor. Weil da ist mir... Also ich stand irgendwie noch nie vor Max Factor. Ich habe mir jetzt mal die ganzen Theken, die ich sonst nie angucke und immer vorbeilaufe, mal genauer angeguckt. Und da habe ich mir... bei Ellen Beatrix den Kohl Kajal in der Hautfarbe geholt. Das ist 90 Natural Glaze, weil ich einfach überhaupt keinen, glaube ich zumindest, oder noch nie entdeckt, verschlammt, wie auch immer, hautfarbenen Kajal habe, und ich wollte es einfach mal ausprobieren, von daher warum nicht. Dann habe ich mir bei Max Factor auf Empfehlung meiner Mom hin mal dieses Make-up geholt. Das ist das Soft Resistant Make-up in Light. Meine Mom hat da immer irgendwie Bronze und so. Weiß nicht. Apropos Mutter, ich höre sie gerade husten. Sie ist wieder da. Auf jeden Fall habe ich mir mal das Make-up geholt. Das soll sehr deckend sein und ist auch natürlich die hellste Variante. Ich werde berichten. Und da wir schon bei Foundation sind, irgendwie bin ich total im Foundation-Hype. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls habe ich mir da noch von L'Oréal Paris die Indefectible 24 Hours perfektionierendes Make-up, Komfort und frischer Teint geholt. Das ist die Farbe. Steht das überhaupt drauf? Irgendwie habe ich es nicht mit den Farben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die hellste. Ja. Und dann war ich noch bei der Mascara. Und wie sollte es anders sein? Ich wurde angefixt ohne Ende. Habe ich mir die, wie sie ja alle haben, die L'Oréal Paris Mega Volume Miss Manga Mascara geholt. Ich finde ja diese Werbung absolut geil. Meine Schwester findet sie absolut grässlich. Von wegen, wie kann man Werbung für eine Mascara machen und in der Werbung hat die total verklebte, verklumpte Spinnenwebenwimpern. So halt. Ich mag's. Und ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also die macht nicht so viel Volumen, wie ich dachte. Und naja, sie ist ein bisschen trocken. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein Sonntagsprodukt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Bürstchen sieht so aus. Komme ich eigentlich auch gut klar mit, aber ja, irgendwie ist es nicht so überzeugend. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen üben. Wer weiß. So oft habe ich sie ja noch nicht benutzt. Dann war ich noch kurz bei Essie. Da habe ich mir die Farbe, ich kann es nicht aussprechen, Bachelorette Bash geholt. Ich glaube, dass die aus der aktuellen Kollektion ist, bin mir aber nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall sieht das so aus und ich befürchte fast, ich habe die Farbe schon mal. Sie sieht nämlich ein bisschen nach Watermelon aus. So ein bisschen. Jedenfalls gibt es in dieser aktuellen LE auf jeden Fall Mint Candy Apple mit Glitzer. Also für alle, die es interessiert. Ich habe zumindest die Fläschchen nebeneinander gehalten und das war so ziemlich das gleiche. Also wird es schon Mint Candy Apple mit Glitzer sein. Habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, weil... Wozu? Wozu? Ich trage mir ein Candy Apple eh so selten. Also, ja. Dann war ich bei Art Deco. Ich sage, ich habe alles abgearbeitet. Also ich war auch noch im Müller, gell? Und da habe ich mir das Magic Lip Fix bzw. Lipstick Sealer geholt. Das ist dieses kleine Ding, an dem bin ich immer vorbeigelaufen. Aber ich habe da jetzt mal gezielt danach gesucht, weil das Miss Blondie Blood, die Babsi, oh,
darf ich sie überhaupt Babsi nennen, die Babs, empfohlen hat. Und es war sehr überzeugend, was sie da gesagt hat und vorgeführt hat. Im Endeffekt macht ihr das einfach über den trockenen Lippenstift. Und dann ist der Trink-, Ess- und Wischfest, und zwar extrem lange und viel länger, als er eigentlich wäre. Von daher, warum nicht? Das kann man bestimmt sehr gut gebrauchen, vor allem auf Festivals oder zum Weggehen oder so. Wenn ich schon mal kräftige Farben habe, dann mache ich mal das drauf. Bin mal gespannt, ob das bei mir auch funktioniert. Und dann habe ich mir noch einen Spitzer geholt, weil ich meine irgendwie verschlammt habe und braucht man ja immer. Dann zurück zu DM, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das beim DM war. Auf jeden Fall habe ich mir einen Haarreif geholt mit so Samt. Ohne diese komischen Noppen. Und ich hoffe, der hält auch. Irgendwie ist der sehr wabbelig. Der ist auf jeden Fall von Legranza. Legranza, ich habe keine Ahnung. Kostet 6 Euro. Für so ein Ding. Einfach, weil ich meine Haarreifen irgendwie alle schrotte. Weil ich trage sie so lange. Und dann krachen sie einfach durch. Also, und ich renne daheim eigentlich, außer wenn ich Videos drehe, immer mit Haare nach hinten. Entweder mit Haarband oder mit Haargummi oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall Haare aus dem Gesicht rum. Und deswegen war das mal wieder nötig. Dann habe ich mir noch von P2 eine Nagelfeile geholt. Das ist die mit den vielen Seiten. Auch weil ich meine einfach verschlappt habe. Und dann geht's weiter. Dann habe ich mir noch zweimal von P2 die Pflegehandschuhe geholt. Weil ich mir abends gern mal ganz dick Creme drauf mache und dann die Handschuhe drüber. Problem ist nur, meine Handschuhe, die verschwinden entweder immer in meinen Kisten oder im Bett oder unterm Bett oder sie sind in der Wäsche, weil ich teilweise Handcremes habe, die dermaßen stinken von Natur aus, dass ich das nicht ertrage. Nein, das war jetzt keine Andeutung auf The Body Shop. Nee. Gar nicht. Auf jeden Fall, die müssen des Öfteren mal gewaschen werden und deswegen habe ich mir mal Ersatz geholt, weil die von P2 sind relativ groß. Die von Essence sind irgendwie voll winzig. Passen mir nicht. Ja, wobei es ein bisschen besser geworden ist. Früher waren die noch, also noch kleiner. Ja. Mal gucken, wann die zum Einsatz kommen. Dann habe ich noch eine Maske. Das ist die von Merz Spezial, die reinigende Maske. Weiße Ton, Erde und Zink, weil ich die letztens mal ausprobiert habe. Ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Egal, auf jeden Fall, ich habe sie letztens ausprobiert und fand die richtig, richtig gut. So wirklich als reinigende Maske, top. Jo, deswegen dachte ich, ich hole sie mir nochmal. Warum nicht? Ich bin eh gerade so im Maskenwahn. So, wo mache ich weiter? Machen wir einfach da weiter, das, was am nächsten steht. Das wäre von Balea. Das Kokos- und Nektarine-Deo-Spray. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir schon des Öfteren gesagt, dass ich keine Balea-Deos mehr kaufen werde, weil sie einfach nichts bringen. Andererseits, es ist Kokos-Nektarine. Und es riecht dermaßen gut, dass ich mir das halt, okay, gedacht habe, ja gut, dann nimmst du es wieder als Parfüm. Wobei ich ja immer noch von Fahr und von Balea und von Impuls und Schieß mich tot schon seit Jahren Deos hier rumstehen habe und sie seltenst mal benutze. Und die werden auch nicht leer. Und ich habe es mir trotzdem gekauft und ich hoffe, ich bereue es nicht. Ja. Ich weiß, dass es eine Person auch trägt, die ich nicht leiden kann. Aber da ich die ja nie sehe und nie rieche, erinnert mich das dann natürlich eigentlich auch nicht an sie. Also mal gucken. Ich hoffe, dass es auf der Haut dann auch noch so lecker, wie es so in der Flasche riecht. Und nicht, dass es dann widerlich wird, ne? Könnte ja passieren. Dann geht's weiter. Ich habe mir zwei Haarfarben wieder gekauft. Zum einen von L'Oréal Paris Préférence. Das ist Extreme Platinum, wie immer, für meinen Ansatz. Ganz so hell bin ich jetzt zwar nicht geworden, aber wenn ich zweimal drüber gehen würde, dann würde es noch heller werden. Aber egal. Bin zufrieden. Dafür, dass ich so dunkel bin, passt das schon. Auf jeden Fall ist sie relativ schonend und ich vertrage sie gut und bin zufrieden. Auf jeden Fall habe ich dann noch eine andere Schwarz geholt. Ich hatte ja das letzte Mal die von Syos. Hat ja schön schwarz gemacht. Jetzt ist es nicht mehr schwarz, aber ich glaube, in der Kamera sieht es trotzdem aus. Auf jeden Fall ist es mittelbraun, dunkelbraun. Auf jeden Fall braun. Und hat die Haare extrem ausgetrocknet und die sind jetzt noch total trocken, obwohl ich sonst wie viel Zeug reingemacht habe und Kur und kein Syos mehr. Nein. Jetzt stört mich meine Mutter.
Okay, jetzt ist wieder Ruhe. Oder auch nicht. Jedenfalls habe ich dann von Schwarzkopf, die haben ja jetzt dieses neue Nektra Color. Die Verpackung sieht toll aus, die Werbung ist toll. Ich hoffe, die Koloration ist toll, sonst war es das wieder mit Schwarzkopf. Und ich kaufe mir dann von Präferenz nur noch das Schwarz. Oder von Olia, das ist ja Garnier. Aber Schwarzkopf, ja. Sie haben ja noch eine Ölkoloration. Oil Intense heißt das, glaube ich. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wird wahrscheinlich genau das gleiche in einer anderen Verpackung sein. Nehme ich mal an. Ich gebe ihm eine Chance. Wird vielleicht nicht ganz so austrocknend sein, hoffe ich. Doch, zumindest, wie das sei aus. Und dann mal gucken. Ich berichte ja sowieso, aber ich finde die Verpackung so schön. Das ist richtig. Mit Kolibri und Nektar. Und Mädels haben alle übrigens den gleichen Lidschatten dran. Ist ja nice. Ja. Ausprobieren, ne? So, jetzt... Nein, noch nicht ganz. Jetzt kommen wir noch zur Listerine Zero in der Probepackung. Listerine ist mir eigentlich viel zu scharf, aber eine Zuschauerin hat gesagt, die Zero ist nicht so scharf und deswegen werde ich mich jetzt mal daran trauen, auf die Gefahr hin, dass ich sterbe. Aber ich versuche es einfach mal. Auf jeden Fall steht drin, entschärft im Geschmack ohne Alkohol, reduziert wirksam Zahnbelag und erfrischt den Atem. Mild Mint. Hört sich doch ganz okay an. Ich war bei der Dontodent Mundspülung. Habe ich mir nachgekauft, weil ich sie so lecker finde und meine ist fast leer, was ich scheiße finde. Und ich weiß ja nicht, wie lange es die noch gibt. Auf jeden Fall meine Empfehlung, auch wenn viele sie wahrscheinlich nicht mögen werden. Aber ich mag sie. Und passend dazu habe ich mir auf die Gefahr hin, dass es nicht so gut ist, noch die Dontodent Intensiv Clean geholt. Keine Ahnung, wie gut die ist oder wie gut sie schmeckt. Auf jeden Fall ist es eine Riesenpackung mit 125 Millilitern. Ich glaube, normalerweise haben die 75 Milliliter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Riesenpackung passend dazu und dann mal gucken. Und passend dazu noch Those Lemonade Days von Trickle Moon. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das haben eh schon alle gesagt und gekauft und gezeigt und leer gemacht. Und es riecht einfach unfassbar gut nach Zitronenlimo. Oder nach Zitronenbrause. So eine Mischung. Und es ist so lecker. Mit Ginger Morning kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Ich rieche jedes Mal dran. Ich sag's euch, jedes Mal. Aber ich freunde mich nicht damit an. Und Cinnamon Days war ich ja kurz davor, mir doch ein Groß zu kaufen. Nachdem ich die Probe gar nicht so schlecht finde. Aber Gott sei Dank ist die Versuchung weg. Sie haben es aus dem Sortiment genommen. Puh, Glück gehabt. Ich finde es so scheiße, dass Mango weg ist. Aber was mache ich mir eigentlich vor? Ich habe bestimmt noch einen Liter Mango-Duschgel. Also passt schon. So, und jetzt kommen wir zur Farbfamilie Pink. Hatten wir ja schon da und da und da. Da, jetzt. Und jetzt kommen wir noch einmal zu Baby Young Care Quick and Clean Augen-Make-up-Entferner und Wimpernpflege, weil ich mich ein bisschen durchtesten möchte. Und den hatte ich noch nie. Ich habe auch noch nie was, glaube ich, von dem gehört. Ich weiß aber, dass die Kosmetiktücher von Baby ganz schön gut sind und eigentlich auch gut entfernen. Deswegen dachte ich, probiere ich den mal. Dann war ich bei Got2Be. Oh mein Gott. Ich habe einen Wahn. Wirklich einen Wahn. Und wenn ich sage Pink und Got2Be, wisst ihr jetzt, worum es geht. Und zwar haben sie nämlich zwei neue Serien. Zum einen gibt es da Too Sexy Big Volume. Und zwar gibt es da einmal das volumisierende Spray Mousse. Oh Gottes Willen. Das hier. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aufpushen, üppiger Halt für Big Sexy Styles. Zungenbrecher. Ich meine, ich mag ja voluminöse Haare und bei meinen platten Haaren ist das gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, zum Ausprobieren. Warum nicht? Ist teuer. Ich glaube, um die 5 Euro kostet alles. Dann gibt es nochmal neu Too Sexy Big Volume Haarspray. War das das Ding? Ich riech's nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, aber ja, auf jeden Fall Haarspray. Kann ich noch nicht viel zu sagen. Und dann gibt es noch die andere Reihe, das ist die Hochkaräter-Reihe. Volumen und Glanz. Gibt es einmal das Creme Mousse. Wofür war das nochmal? Wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie das hier, nur mit Glanz und in Schaum statt Sprühen.
Und dann habe ich nochmal das Haarspray, Volumen und Glanz, Hochkaräter. Und das war, glaube ich, das, wo so... Ja, das war das, wo nach Erdbeer riecht. Wenn ich es jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Eins davon riecht nach Erdbeer auf jeden Fall. Und was es dann noch gab, von Göteborg Hochkaräter, gab es noch ein Soufflé. Volumen- und Glanz-Soufflé. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Ich weiß nur, dass man sich das... Ich weiß nicht, in die Hand trocknen Haare oder in die trockenen? Ich habe keine Ahnung. Steht nicht drauf, wie man es anwendet. Auf jeden Fall soll man sich das wohl in die... Also in den Ansatz so reinkneten und dann gibt es Volumen oder so. Hat das jemand von euch schon ausprobiert? Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert und wie man das macht? Sieht so aus. Ich glaube, das geht auch schnell leer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich war auf jeden Fall neugierig und hatte Bock, irgendwas mit meinen Haaren zu machen. Dann hätte ich noch... Ihr kennt mich. Iced Strawberry Dream von Tracker Moon. Weil es nach Erdbeere riecht und pink ist. Ich habe total Pink Flash gerade. Und es riecht wirklich, wirklich, wirklich nach Erdbeer Milchshake, beziehungsweise nein, nach Erdbeereis. Es riecht nach Erdbeereis. Also da kommt der Milchshake eigentlich ziemlich gut hin. Es riecht nach Erdbeereis. Kann man bitte schon ein Duschgel, das nach Erdbeereis riecht, widerstehen? Nein, ich nicht. So, das war auf jeden Fall zum Thema Pink. Genau wie die nächsten zwei Sachen. Da hätte ich zum einen von Alverde das Gesichtsöl Wildrose, pflegt intensiv und reichhaltig trockene Haut. Eigentlich habe ich keine trockene Haut, aber mir wurde das von meiner Ärztin empfohlen, weil das wohl eine beruhigende Wirkung hat. Und ich habe das öfter mal Allergien oder meine Haarwurzeln entzünden sich. Und da soll es angeblich auch gut sein, genau wie Teebaumöl. Ich habe jetzt einfach mal das genommen und ich habe mir zum Vergleich von Veleda noch das Wildrosenöl, verwöhnt die Haut steht nur drauf, geholt. Das war schweineteuer, ich glaube 15 Euro oder 20. Aber ich denke mir andererseits, dieses Wildrosenöl wird mir auch Millionen von Jahren reichen. So sieht das aus, so viel ist drin. 100 Milliliter Öl, das wird mir echt ewig reichen. Von daher war der Preis dann auch gerechtfertigt. Ich hätte es mir lieber in einer kleineren Version geholt, aber gab es nicht. Ja. Noch mehr Pink. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Und dann noch zum Abschluss. Ja, zum Abschluss habe ich noch von Escada Born in Paradise dieser Sommerduft dieses Jahr. Ist in einem blauen, schönen Flakon, wie immer. Ich bin ja total derjenige, der die frischen Escada-Düfte mag. Sieht so aus. Sieht fast genauso aus wie das letzte. Ich weiß nicht mehr, das Island Kiss heißt es, glaube ich. Und riecht auch ähnlich. Aber ich glaube, das ist ein bisschen süßer und nicht ganz so frisch wie das Island Kiss. Aber es ist wieder genau mein Beuteschema. Also pff, typisch ich halt. Auf jeden Fall riecht das sau lecker und das gibt es gerade. Und ich kriege die Blume nicht mehr drauf. Auf jeden Fall. Und da ist noch ein Vogel drauf. Ja. Dann wäre ich durch mit dem Haul. Es erwarten euch bestimmt noch ein paar andere demnächst. Aber das war es jetzt, wie gesagt, erstmal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr dürft mir gerne mal ein paar Kommentare da lassen, ob ihr was davon ausprobiert habt. Zum Beispiel, ob diese Zahnpasta so widerlich ist, wie ich es denke. Ob Wildrosenöl überhaupt irgendwas bringt. Und ob ihr Tracker Moon widerstehen könnt und ob ihr mir zu den Make-ups oder so noch was da sagen, also noch Knoten in der Zunge, ob ihr mir dazu noch was sagen könnt, ob die gut sind oder wie ihr sie vertragt und so weiter und so fort. Einfach schreibt einfach. Ja, also das war's und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Tschüss!